Das ist Petrus Camper auf seiner Suche nach der besten Form der Schuhe. Schon vor 240 Jahren hat er sich darüber geärgert, dass ihn der Schuh drückt. Und weil derzeit Revolutionen angesagt waren, hat er die These verfasst, Freiheit für die Zehen. Er fand aber außer bei ein paar Wissenschaftlern kein Gehör. Und das ist Hermann von Meyer, der später in der Zeit Napoleons gelernt hat, groß zu denken und deshalb forderte, mehr Freiheit für den großen Zeh. Natürlich waren alle Forderungen für mehr Zehenfreiheit wissenschaftlich untermauert und man wusste auch, dass die Urvölker noch auf freien Füßen standen, die ganz natürlich funktioniert haben und dass sie damit gut durchs Leben kamen. Stattdessen schrieb die Mode über Jahrhunderte eingeschnürte Taillen und eingesperrte Zehen vor, weil man es schick und sexy fand. Erst Anfang des letzten Jahrhunderts kamen die Zehen unbehelligt in Tritt. Leider nur in Marsch- und Wanderschuhen. Petrus Camper musste also immer noch auf den Befreier warten. Vor 80 Jahren erschien endlich die Fußfibel von Professor Thomsen. Fußmassage und Gymnastik und eine asymmetrische Schuhform sollten Fuß und Zehen wieder zur ersehnten Freiheit verhelfen. Leider fehlte es an der nötigen Bereitschaft der uneinsichtigen Schuhindustrie. Doch das Leiden der Zehen sollte ein Ende haben. Christian Bär hat diese Gedanken aufgegriffen und im beliebten Bärschuh den Zehen Platz verschafft. Für seinen Sohn Sebastian war dies eine Herausforderung, der Intention des Vaters zu folgen und, wie so oft in der Geschichte, das Werk zu vervollständigen. So kreierte er Joe Nimble als Maßstab für kompromisslose Zehenfreiheit in zeitgerechtem Look. Petrus Camper hatte eine Vision und begann den Kampf für die beste Form der Schuhe. Mit Joe Nimble ist sie Realität geworden. Und damit hat Sebastian Bär endlich den Weg frei gemacht für die Zukunft der Functional Footwear.